Heute wollen wir über das Thema Gleitmuttern sprechen. Dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Hallo Bernd. Hi Michi, grüß dich. Bernd ist Produktmarktmanager im Bereich Cabinet bei der Friedrich Lütze GmbH. Und ja, ich freue mich auf unseren heutigen Dreh. Thema im Schaltschrank, Spanbildung oder nachträgliche mechanische Bearbeitung ist ein absolutes No-Go. Ich denke, das ist uns allen bekannt. Wie gehen wir da bei der Friedrich Lütze GmbH mit dem Verdrahtungssystem um? Genau, da haben wir generell gesagt, wir möchten eigentlich keine Spanbildung, wir möchten das größtmöglich vermeiden, sowas im Schaltschrank zu haben. Da haben wir ja schon im letzten Video erzählt, dass wir bei den Cabinen das Herauszwicken möglichst vermeiden möchten, dass wir keine scharfen Kanten haben und auch keine Spanbildung. Und genauso gehen wir natürlich auch bei dem Thema jetzt mit den Gleitmuttern vor. Das heißt, natürlich ist jetzt hier beim ersten System jeder Steg mit dem Gleitmutterkanal versehen, dass ich solche mechanischen Bearbeitungen, Löcher bohren und so weiter nachher nicht mehr habe, sondern das alles über Gleitmuttern ganz normal nachher verschrauben kann. Perfekt. Was gibt es denn so für verschiedene Gleitmuttertypen? Also da haben wir natürlich erstmal unsere komplette Standard-Gleitmutter, wie sie jeder kennen wird. Das heißt, die haben wir natürlich auch in verschiedenen Größen für unsere Kunden verfügbar, je nachdem, was man halt dann nachher auch verschrauben möchte. Das heißt, auch hier kann man relativ einfach bei jedem Montagesteg oder auch Hutschienensteg das Ganze einfach und schnell von links und rechts einschieben und kann so dementsprechend nachher seine Komponente sauber verschrauben. Sehr schön. Aber jetzt ist das natürlich hier schon ziemlich lapprig drin. Jetzt kann ich aber auch in der vertikalen Ebene meine Gleitmuttern platzieren. Gibt es dafür eine Lösung, dass die nicht wieder runterrutschen von alleine? Genau, dafür haben wir auch hier den Gleitmutterkäfig, so genannt. Ein recht einfaches, aber effizientes Produkt. Das heißt, ich kann hier einfach meine Gleitmutter dementsprechend einlegen. Ich kann das auch hier beispielhaft mal zeigen. So würde ich das Ganze dann auch genauso in den Gleitmutterkanal einführen. Und der große Vorteil ist, dass ich ja auch bei vertikalen Aufbauten dann, wie gesagt, meine Gleitmutter nicht die Befürchtung habe, dass sie mir abhaut. Sehr schön, ja. Jetzt habe ich teilweise aber auch das Problem mit größeren Lasten, ja, dass ich zum Beispiel größere Umrichter habe, die ich ja irgendwie abfangen muss. Wie kann ich denn das hier mit realisieren? Da haben wir die Option, dass wir natürlich dann hier bei den Frequenzumrichtern auch diese Rastnasen haben, diese kleinen Blechlaschen unten, die müssen ja auch dann sauber verschraubt werden. Dafür haben wir hier die T-Nut im Sortiment. Hat einmal den großen Vorteil, wenn ich die hier seitlich einführe, dass ich einmal, wie man hier sieht, eine saubere Auflagefläche habe. Das heißt, meine Laschen, die etwas dünner vom Material her sind, die verbiegen da nicht, da ich ja, wie gesagt, hier eine gerade Auflagefläche habe. Und der zweite Vorteil ist natürlich auch, dass ich mehr Gewindegänge habe und dementsprechend auch mehr Last tragen kann. Okay. Gibt es auch noch eine Alternative dazu? Genau. Alternativ dazu gibt es auch hier unsere Schwerlastgleitmutter. Die hat dann nicht zu viel Gewindegänge, aber dafür etwas breiter. Das heißt, das macht das Ganze dann oder trägt das Ganze dann ab über die Seiten, das ganze Gewicht, wie man hier sieht. Das ist eine super tolle Lösung. Kann man die Lastgleitmutter denn auch noch für was anderes verwenden, gerade im Bereich, wenn ich jetzt hier mehrere Rahmen nebeneinander habe? Genau, Thema Anreißschränke, auch eine ganz schöne und komfortable Lösung. Das heißt, die Lastgleitmutter kann einfach auch seitlich in meinem Rahmen nachher fixiert werden über eine sogenannte Madenschraube. Und dann gibt es ja unsere bekannten Kammdeckel hier in verschiedenen Breiten. Und da haben wir auch eine Breite, wo dann auch die Anreißschränke dann abdecken würde. Das heißt, Anreißschränke, ich habe beispielsweise zwei Schränke nebeneinander, ohne Mittelfeld. Und dementsprechend kann ich das Ganze dann auch noch hier nochmal schön verdecken. Hat erstens den Vorteil, ich sehe die Verdrahtung nicht und zweitens auch Thema Airstream. Ich habe dann auch eine saubere Luftführung bei Komponenten und Verdrahtungsebene über das ganze Feld hinweg. Sehr schön, ja. Also optisch ein aufgeräumter Schrank von außen. Ja. Genau. Sehr schön. Jetzt habe ich aber auch teilweise das Problem, dass ich ja zwischen den Komponenten, also sprich, ich bin fertig, will nachträglich vielleicht nochmal einen Umrichter platzieren über Rangierstege. Rangierstege sind ja Stege, die über die Vertikale platziert werden. Wie kann ich jetzt hier nachträglich zwischendrin, ohne jetzt alles wieder abbauen zu müssen, abmontieren zu müssen, hier eine Gleitmutter zu setzen in dem Gleitmutterkanal? Da haben wir eine richtig schöne Lösung gefunden. Wie du richtig sagst, normalerweise, ich möchte nachträglich noch was einbauen, umbauen. Dann ist ja praktisch hier mein Gleitmutterkanal belegt. Das heißt, die Komponenten müsste ich erst abbauen, bevor ich dann hier meine Gleitmutter einsetze. Und da gibt es hier die einschwenkbare Gleitmutter. Die ist so ein bisschen trapezförmig. Das heißt, ich kann die dann auch von vorne ganz normal in den Gleitmutterkanal einsetzen. Und durch das Festziehen der Komponente verschränkt sich diese Gleitmutter. Und dann sind auch meine Komponenten fix, ohne dass ich noch weitere Umbauten vornehmen muss. Das ist natürlich eine tolle Lösung. Jetzt spart einen Haufen Zeit.
Sehr schön. Jetzt haben wir aber nicht nur vorne die Gleitmutterkanäle an den Stegen und die Rangierstege, wir haben ja auch Tragschienen bei jedem Verdrahtungssystem. Also die Tragschienen sind ja rechts und links, wo letztendlich dann nachher die Stege über Bügel halten. Gibt es denn dafür auch eine Lösung für die neue Tragschiene SR32? Genau, also für die neue Tragschiene SR32, namentlich Support Rail 32 wegen der Baubreite 32 mm. Und da haben wir die einschwenkbare Gleitmutter. Das heißt, bei dieser Tragschiene wird ja vorwiegend über das 10 mm Raster alles verschraubt. Wenn der Kunde dennoch einen Steg mal millimetergenau setzen möchte, kann er das auch hier über die einschwenkbare Gleitmutter machen, die dann genauso partiell eingesetzt werden kann, wie die einschwenkbare, die ich gerade eben gezeigt habe. Also auch da völlige Flexibilität für die Kunden. Also ich kann die dann quasi über die Käfige und über den Gleitmutterkanal ganz einfach in der Tragschiene platzieren. Genau, richtig. Sehr schön. Ja, Bernd, vielen Dank. Ich denke, es war wieder sehr wissensreich und ich freue mich auf unser nächstes Video. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.